Ich frage jetzt mal ganz entspannt in die Runde rein. Warum brauchen wir denn eine Bauabrechnung? Ja, warum müssen wir eine Bauabrechnung machen? Also ich muss viele Sachen nach Fläche bezahlen. Ja? Oder das meinen Sie nicht? Nee, das meine ich nicht. Aber warum muss eine Bauabrechnung jetzt mal grundsätzlich stattfinden? Geld muss reinkommen. Warum muss Geld reinkommen? Liquiditätssicherung. Liquiditätssicherung, genau, das ist das Stichwort, ja. Ich muss im Unternehmen Liquidität haben, ja. Und wenn ich die Liquidität im Unternehmen habe, ist das Unternehmen handlungsfähig. Was heißt denn handlungsfähig? Handlungsfähigkeit, ich bin bereit, ich bin in der Lage, meine Mitarbeiter zu bezahlen. Ich bin in der Lage, mein Material zu bezahlen. Ich bin in der Lage, Fahrzeuge zu bezahlen, Sprit zu bezahlen. Ich bin handlungsfähig. Und wenn die Bauabrechnung nicht regelmäßig stattfindet und nicht regelmäßig Geldeingang stattfindet, dann habe ich irgendwann ein Liquiditätsproblem. Und wenn ich dieses Liquiditätsproblem habe, bin ich auch irgendwann handlungsunfähig. Das Unternehmen wird handlungsunfähig. Ja? Und deswegen, ich meine, ihr sitzt in verantwortungsvoller Position und das klassische Telefonat oder Gespräch mit dem Geschäftsführer oder Betriebsinhaber ist doch immer das: Denkst du bitte an die Bauabrechnung? Wir haben bald wieder den 30. Ja? Weil jeden Monat muss so und so viel an Rechnungen raus, weil die Geschäftsführung oder das Controlling weiß, ich brauche so und so viel Geld, um handlungsfähig zu sein, ja? Um meine Dinge, die anstehen, eben bezahlen zu können. Insofern ist das ein ganz elementarer, permanenter Prozess, der muss funktionieren. Und wenn dann, was kann dann so eine Störung sein? Nicht prüfbar. Die Rechnung wird zurückgeschickt. Du, toll, dass du eine Bauabrechnung gemacht hast, aber die ist nicht prüfbar. Die kriegst du zurückgeschickt. Mach die prüfbar. Ja? Hat jetzt den Fall. Ja? Aber er hat sie zurückgeschickt, er hat nur geschrieben. Was? Er hat nicht mal das Baumaß geprüft. Ja? Nicht mal die Rechnung geprüft. Ja? Ja, weil es nicht prüfbar war. Ja, aber es stimmt nicht. Chef von früher und dann alles okay. Ja. Ja, also das klärt sich jetzt noch, ob es tatsächlich prüfbar ist oder nicht prüfbar ist. Und das wird nachher noch ein Themenblock sein. Was ist eigentlich prüfbar? Ja? Also, Bauabrechnung. Ganz elementarer Bestandteil in der Aufmaßtechnik.